Hallo Leute, na? Ein paar von euch wissen es schon, wir haben hier in der YouTuber-WG ein neues Mitglied, der Magnus. Mit dem wollen wir heute spielen gehen. Wir gucken mal, ob er da ist. Dion ist auch zu Besuch. Juhu. Ja, und da machen wir nämlich heute ganz viel Spaß. Mal gucken. Magnus? Magnus? Schon auf diese zweite Phase. Ach, Magnus, was machst du denn? Nicht schon wieder in Hitler reden, komm. Magnus, wir gehen jetzt raus, komm. Komm, nimm den Magnus mal mit. Wir können nicht den ganzen Tag den Scheiß angucken. Nee, das... Ich mach jetzt mal Pause. Ja, komm, komm Magnus, komm, komm. Vorsicht! Magnus, da kommt Anna, guck mal. Oh, ist das schön. Die haben sich schon einander richtig ins Herz geschlossen. Magnus, warte kurz, wir müssen ja eine Szene drehen, einen Shot nur. Einen Cumshot. Na, come on! Come on. Come on. Come on. Na komm schon. Komm. Magnus, Magnus, die Tür zum Atrium ist zu, aber vielleicht kommst du ja doch irgendwie trotzdem rein. Ja, das schaffe ich. Ja, es ist so praktisch, so einen guten Freund zu haben. Papa la Papp. Wenn es ihm gefällt, dann wird er wohl lachen. Ja. If you wanna be my lover, you gotta get with me. Magnus, Magnus. Guck mal, wir sehen uns voll ähnlich. Er könnte fast mein Papa sein. Papa. Leute, das Foto ist fertig. Es ist fertig. Hier, Magnus. Guck's dir an, Magnus. Ja. Oh, es ist voll schön geworden. Magnus, Mann, das ist echt öde, was du machst. Hier, du prankst jetzt mal die Leute. Die Leute wollen ein bisschen Action sehen. Du gehst jetzt mal richtig hart die Leute verarschen. Foto wollt ihr mit Magnus machen? Los, sie wollen ein Foto mit Magnus machen. Los, geht rüber. Schnell, macht ein Foto mit Magnus.
Alter, Maggie, hast du Magnus irgendwo gesehen? Also eigentlich wollte er noch was anprobieren. Das ist echt seltsam. Wo ist er denn? Was? Ich bin Lisa, wer seid ihr? Hallo Lisa, ich bin Robin. Das ist Magnus übrigens. Gibst du ihm bitte die Hand? Magnus, komm mal mit. Ja, plan.de ist eure Seite, ne? Genau. Ich kenne die. Es sieht voll gut aus. Jetzt haben wir endlich einen Job für ihn gefunden. Das ist echt gut.